Wie generiert man organische Leads auf WhatsApp Business? In meinem letzten Video habe ich dir gezeigt, wie du die WhatsApp Business App einrichtest, um deine Kundenkommunikation zu verbessern. Heute schauen wir uns eine der wichtigsten Funktionen an, nämlich WhatsApp Kurzlink. Mit diesem Link können deine Kunden dich direkt auf WhatsApp erreichen, ohne Umwege. Ich zeige dir, wie du diesen Link erstellst und ihn clever nutzen kannst, um mehr Leads zu generieren. Lass uns direkt mal loslegen. Um einen Kurzlink zu erstellen, gehst du in deiner WhatsApp Business App über den Reiter Tools auf Kurzlinks. Hier hast du drei Auswahlmöglichkeiten. Du kannst den Link direkt teilen, ihn kopieren oder als QR-Code erstellen lassen. Mein Tipp, du kannst hier unten auch eine vorformulierte Nachricht hinzufügen, die angezeigt wird, wenn der Kunde auf den Link klickt. So kannst du das Gespräch direkt steuern. Wenn wir diesen Link kopieren, sieht er in unserem Fall so aus. Nicht gerade schön. Ich würde ihn noch ein bisschen aufhübschen und habe hier einfache Tricks, um ihn professioneller und einladender zu gestalten. Erstens, verkürzen. Du kannst den Link mit einem Tool wie Bitly kürzen und professionalisieren. Das sieht nicht nur schöner aus, sondern ist auch leichter zu merken. Zweitens, eigene Domain verwenden. Wenn du eine eigene Domain hast, kannst du den Link hinter einer professionellen URL wie kontakt.deinefirma.de verstecken. Das wird gleich viel vertrauenswürdiger. Drittens, Call-to-Action-Buttons und Widgets. Setze den Link auf deiner Webseite hinter einem Call-to-Action-Button wie jetzt auf WhatsApp chatten. Noch cooler ist ein kleines schwebendes Widget, das immer sichtbar bleibt. So können deine Kunden jederzeit auf den Chat zugreifen. So, jetzt kommen wir aber zu dem wirklich spannenden Teil des Videos. Wie nutze ich den erstellten WhatsApp-Kurzlink, um mehr Leads zu generieren? Hier ein paar einfache, effektive Strategien. Erstens, Website-Integration. Platziere den WhatsApp-Link gut sichtbar auf deiner Website, zum Beispiel auf der Kontaktseite. Wenn die Kunden Fragen haben, können sie einfach den Link klicken und direkt mit dir chatten. Zweitens, Landingpage. Verwende den Kurzlink auf Landingpages für Kampagnen. Anstatt lange Formulare auszufüllen, können deine Kunden direkt per WhatsApp Kontakt aufnehmen. Das macht es für sie viel einfacher und führt zu mehr Anfragen. Drittens, Social Media Ads. Nutze Click-to-WhatsApp-Anzeigen auf Facebook oder Instagram. So gelangen potenzielle Kunden einem Klick in deinem WhatsApp-Chat, wo du sofort auf ihre Fragen antwortest oder Produkte empfehlen kannst. Super effektiv, um deine Zielgruppe direkt anzusprechen. Viertens, QR-Code für Offline-Marketing. Erstelle den QR-Code über deine WhatsApp-Business-App und platziere ihn auf Flyer, Plakaten oder Visitenkarten. Deine Kunden scannen einfach den Code und sind sofort in deinem WhatsApp-Chat. Perfekt für Events oder Messen. Fünftens, über Angebote. Gib deinen Kunden einen guten Grund, dir über WhatsApp zu schreiben. Biete ihnen einen Rabattcode oder ein Exklusivangebot an, wenn sie dir eine Nachricht schicken. Zum Beispiel, schreib uns auf WhatsApp und erhalte 10% Rabatt auf deinen ersten Einkauf. Mein Tipp, sobald du viele Leads über WhatsApp generierst, ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Nutze die Label-Funktion, die ich dir im letzten Video schon gezeigt habe, um Chats zu kategorisieren. So kannst du beispielsweise Chats nach neuer Lead, Anfrage beantwortet oder Abschluss sortieren. Das hilft dir dabei, effizienter zu arbeiten und sicherzustellen, dass kein potenzieller Kunde verloren geht. Das sind nur ein paar Ideen, wie du den WhatsApp-Kurzlink platzieren kannst. Wenn du hierzu weitere Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Und falls du bei diesem Thema weitere Hilfe benötigst, findest du einen Link zu unserer Website unten in der Beschreibung. DSGVO und WhatsApp-Opt-in. Was muss, das muss. Jetzt noch ein sehr wichtiger Punkt. Bevor du deinen WhatsApp-Link teilst und Nachrichten verschickst, musst du die Einwilligung, Opt-in, deiner Kunden einholen. Hier die wichtigsten Regeln. Erstens, aktives Opt-in. Deine Kunden müssen aktiv zustimmen, indem sie ihre Telefonnummer eingeben oder ein Kästchen anklicken. Ohne klare Zustimmung geht nichts. Zweitens, klare Angaben der Inhalte. Du musst deinen Kunden genau sagen, welche Nachrichten sie von dir erwarten können. Zum Beispiel, erhalten sie Bestellbestätigungen oder Versandinformationen über WhatsApp. Drittens, Formvorgaben. Achte darauf, dass die Opt-in-Nachrichten klar und verständlich formuliert sind. Erstelle eine dedizierte Landingpage, auf der sich Kunden explizit für WhatsApp-Nachrichten anmelden können, oder frage deinen Kunden im Checkout-Prozess, ob sie Bestätigungen und Updates per WhatsApp erhalten möchten. Wichtig dabei ist, achte darauf, dass du die Opt-ins sauber speicherst und deine Kunden nur die Nachrichten bekommen, für die sie sich auch angemeldet haben. So, mein Fazit: Ich würde sagen, dass der WhatsApp-Kurzlink wirklich
wirklich eine wichtige Funktion in der WhatsApp Business App ist, um Leads zu generieren und den Kontakt mit deinen Kunden viel einfacher zu gestalten. Nutze ihn kreativ auf deiner Website, in Social Media oder sogar für Offline-Marketing. Und vergiss nicht, die DSGVO-Regeln einzuhalten. Stelle immer sicher, dass du das Opt-in deiner Kunden hast, bevor du sie kontaktierst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns gerne ein Like und abonniere unseren Kanal, damit du keine weiteren Tipps und Tricks von mir und meinen Kollegen verpasst. Hier oben findest du noch das Video, wie du dein WhatsApp-Business-Profil richtig einrichtest. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.